Okay, hier haben wir noch mehr Bilder. Buch von J.S. Collins. Ein nettes Zimmer. Ja, dann ist ja alles gut, wenn das Zimmer nett ist und nicht böse. Seltsam, kein Schloss am Tor. Aber hier eine Vertiefung für irgendwas. Der wird da nicht reinpassen. Nee. Hier gehört etwas anderes hin. Okay. Schade, schade, Schokolade. Dann gehen wir mal in die Kirche. Oh. In Trance. Alle Bewohner in der Kirche versammelt und in einer Art Trance verfallen. Neue Schlussfolgerung verfügbar. Ist das so? Ach so, Glocke. Es scheint, die Glocke war eine Art Medium, um die Bürger von Maple Creek zu hypnotisieren, zu verhexen und sie für irgendein dunkles Ritual zur Kirche zu locken. Ich muss die Glocke zum Schweigen bringen. Ach so, ja, das ist natürlich eine interessante Schlussfolgerung für irgendein Ritual. Ich gehe über keinen Schritt weiter, die Leute machen mir Angst. Aber da ist was. Da ist was. Nein. Ach so, da komme ich auch hin. Oh. This is the dagger that man stole from my room. Tatsache. Kein Griff, kein Schloss. Wie kann man sie öffnen? Ja, die Brechstangen haben wir ja nicht mehr. Eine weitere Schlussfolgerung, die Mordwaffe. Ein Ritualdolch. Blutspritzer auf der Klinge. Er muss einem dunklen Ritual gedient haben. Wofür? Doch wo? Was? Wofür doch wo? Was? Tatort. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ich kann den Mann anklicken. Kronleuchterteil. Was können wir denn jetzt machen? There's no time for scenic hiking trails now. Ja. Ach, warte mal, wir können hier auf jeden Fall einmal. Okay, ich muss das erst anklicken. Ich brauche zunächst ein Reinigungsmittel. Ach, komm. Keine Glühbirne. Alles in dieser Stadt sieht heruntergekommen und verlassen aus. Mach doch einfach mit dem nassen Lappen das sauber und gut ist. Was können wir denn jetzt machen? Bin ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Ach so. Ja, natürlich. Dann suchen wir mal neue Sachen. Hä? Wie random. Das Schloss habe ich vorhin schon gesehen. Ein Nummernschild. Müsste das hier sein? So sieht's aus. Ach, Baskenmütze. Ist das das hier? Ja, das ist die Baskenmütze. Gartenzwerg, den habe ich auch schon gesehen. Der war da. Was haben wir denn noch? Brieftasche, Fernglas, Seil. Das Fernglas, das habe ich euch doch gerade angeschaut. Oder auch nicht.
Pillenpalette. Ledermaus, die war hier drauf, daran erinnere ich mich. Mit meinem Kurzzeitgedächtnis, die Taschenuhr liegt da. Blaue Traum. So, Gartenschere. Fernglas und Seil. Da ist die Schere auf dem Kürbis, das ist gemein. Hallo, Gartenschere. Er nimmt sie nicht. Dann ist es die doch nicht. Okay. Interessant. Das ist das Seil hier? Ne. Da ist das Seil. Brieftasche, die habe ich doch auch schon gesehen. Erzähl mir doch nichts. Da. Völlig offensichtlich. Fernglas. Ich bin der Meinung, auch das hätte ich gesehen. Das liegt nämlich da. Und die Gartenschere. Und das ist wirklich nicht das Ding hier, dass ich die irgendwo anders vielleicht anklicken muss. Nee. Okay. Das muss doch die sein. Ich würde am liebsten gerade auf Tipp klicken, weil ich jetzt hier nicht stundenlang suchen will und am Ende ist es doch die Gartenschere da auf dem Kürbis. Aber wenn es doch eine andere ist, ärgere ich mich, dass ich dann auf Tipp gedrückt habe. Aber ich sehe auch keine andere Gartenschere. Das muss die sein. Sie nicht. Hier oben ist nichts. Oh, das? Okay, crazy. Oh, da liegt noch. Ah, guck mal, hier kommt das Kronleuchterteil rein. Und wir kriegen einen Messingkeil. 1 von 6. Ach ja, das ist ja toll. Ein Seil. Der Schlüssel muss irgendwo im Haus sein. Ach, warte mal, das Seil, natürlich, das Seil. Wir müssen in den Keller. Oh, da ist auch wieder ein Wimmelbild. Hier, Seil. Aber damit kann ich nicht das rausholen, ne? Enterhaken. Okay, nächstes Wimmelbild. Adler. Gießkanne. Kaminschaufel. Signalhorn, Perlenkette. Wilde Sachen dabei. Schlüssel. Oh, der Schlüssel für das Gartentor. I see. Der ist hier im Gerümpel irgendwo mit drin. Klar. Ein Blatt. Was für ein Blatt? Also ein Blatt Papier oder ein Blatt vom Baum? Wahrscheinlich vom Baum. Ich sehe gerade gar nichts. Fliegenklatsche und Pfannenwender. Fliegenklatsche. Anwender. Ist das hier das Signalhorn? Wild. Kaminschaufel. Lalalala. Ich versuche irgendwie irgendwo was schaufel. Das ist die Kaminschaufel. Pumpe. Pumpe. Oh, ich
war gerade voll übersteuert. Wo wäre es jetzt? Tut mir sehr leid. Perlen. Da ist der Schlüssel. Nimm es und werd glücklich. Oh nein. Ja, jetzt hat's an der Tür geklingelt, da musste der Hund dann bellen. Das macht er gerne. Super nervig. Deswegen habe ich kurz mein Mikro hochgemacht. Ich hoffe mal, man hat es nur am Anfang gehört und nicht die ganze Zeit. Da ist die Perlenkette. Mann, warum muss jetzt hier jemand klingeln? Ich hasse es. Klingel halt woanders. Boah, jetzt bin ich voll raus. Aus dem Wimmelbild hier. Mist, Ventilator. Zwei Handschuhe brauchen wir auch noch. Die Boxhandschuhe hier. Ach was, komm. Das war eigentlich ein Witz. Zählt aber auch nur als einer. Und das Blatt. Und das Blatt. Da sind die Handschuhe. Das Blatt ist gemein. Hier so ein Blatt von den Büchern hier. Das Blatt war sehr gemein. So, der rostige Schlüssel. Damit können wir doch das Tor öffnen. Das Gartentor. Was ist was zu tun? Warum blinkt? Ich habe auch den Profi-Modus. Ich war ja... letzte Folge. Hier, der Profi-Modus ist auch gar nicht aktiviert, obwohl ich den ausgewählt habe. Ich lasse es jetzt so. Ich ändere das jetzt nicht während des Spielens, aber... ja. Keine Ahnung, warum er den nicht reingenommen hat. Obwohl ich den ausgewählt habe. Das ist ein bisschen... doof. So. Schlüssel. Alter. Ey, bist du doof oder was? Zum einsamen Haus. Zwecklos, der Boden hat einen Riss. Was? Von der Gießkanne oder was? Die Landstraße entlang. Oha. Okay, wir bleiben erstmal beim Haus. Ich habe gar nicht mehr so groß in Erinnerung hier. Verschlossen, hier scheint niemand zu sein. Es gibt eine schmale Lücke. Mit etwas Dünnem könnt ihr es hochheben. Hier den Meißel. Hinein. Nein, wir machen erst das Wimmelbild hier. Oh, Laterne. Ich dachte, das wäre die Kaffeemühle. Auch gut, hier ist die Kaffeemühle. Das Radkreuz, ein Klebeband. Klebeband. Hufeisen. Mm-hmm.
Glocke. Schaufel. Ein Zahnrad ist auch gemein. Zange. Kamera. So, Klebeband. Eine Krawatte. Ein Zahnrad. Da ist das Zahnrad. Die Ente hier, wie geil. Klebeband und Krawatte. Da hängt die Krawatte. Doch relativ offensichtlich. Aber das Klebeband. Ich gehe dann immer so ganz, ganz nah mit meinem Kopf an den Bildschirm in der Hoffnung, es schneller zu sehen, wenn ich dann hier langsam durchgehe, die Sachen, aber gerade funktioniert das nicht so. Klebeband. Ich dachte, das wäre eine Kassette. Ja. Sie schienen sich wohl gerade zum Abendessen niedergelassen zu haben. Wahrscheinlich ein Mitglied der Familie. Oh, da können wir sogar ran hier. Ich glaube, ich kann hinter dem Gitter etwas erkennen. Oh, das geht sogar mit dem Meißel. Das hätte ich nicht gedacht. Sehr schön. Der Meißel ist weg, aber wir kriegen ein Glasstück. Das hier reinkommt. In den Schrank. Oh nein. Ordne die Kacheln so an, dass sich ein Bild ergibt. Beginne mit dem ersten Scharnier. Zwei Freistellen, sehr nützlich. Die richtige Reihenfolge. Sind die hier schon alle richtig? Die sehen schon alle relativ richtig aus. Die Kachel ist blockiert. Okay, rechts können wir es nicht machen, nur links bisher anscheinend. Ich orientiere mich mal. Nein! Ah, okay, wir können es darüber packen. Ich orientiere mich hier an den Rändern erstmal. Würde ich sagen. Das hier kommt nach unten. Das kommt dahin. Es ist ein bisschen schwer zu erkennen.
kommt er denn hier hin? Ah, okay, ach, die beiden müssen hier frei sein. Ja, das Ganze nochmal jetzt hier. Ich freue mich sehr.